Wie sehr ist dann gerade der erste Satz, die Beginnphase, eine, in der man mal ein bisschen... Da ist als er zu gewinnen und wird auch jetzt gegen Timo ein bisschen sein halten. Kann da auch langen Atem bewiesen. Stefan Fegerl hat schon 3:1 geführt und dann hat der Franzose das Spiel noch umgedreht. Sehr schöner Punkt. Dafür, dass Legault eben körperlich in unglaublich gutem Zustand ist. Das darf man nicht vergessen, auch wenn er eben... Und das hat Timo Bollitz schon 2-3 Mal hintereinander sehr gut ausgenutzt. Ja, das muss er, weil man sieht, dass er kann eigentlich... Das passiert und Christoph ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Passiv eigentlich spielt, etwas in den Ball zu gehen. Das bedeutet also niemals in der Rückwärtsbewegung die Bälle zu spielen, um dadurch links gegen links, erste Ball parallel mit Rückhand. Das ist sicherlich fast schon ein Punktball. Satzball für Timo Boll bei Aufschlag Lego. Kriegt er? Welche Möglichkeiten hat er, um vielleicht für nächste Partie? Sehr, sehr schwer sein wird. Ich habe den Eindruck immer schon gehabt, dass hinten noch extra Aufgaben stellen muss, um eben zu sagen, was kann ich vielleicht. Jetzt diesen zumal es aber noch dazu kommt, dass Legault unglaublich arbeiten muss. Man sieht es hier und es. Ich dann in den weiteren Partien es machen sollte oder machen müsste. Er ist ein bisschen. Nach vorne setzt Timo zusehends unter Druck. Auch jetzt wieder gute Serviceannahme. Glück für Boll mit der Netzkante. Noch nicht vorbei. Au, schade. Trainer oder mit den Trainern natürlich schauen, wie diese Turniere eben gut hineinpassen und sowohl Werner als auch Timo müssen natürlich immer so ein bisschen diesen schmalen Grat finden und suchen, aber nochmal, das sind Profis und die werden natürlich auch gut daran tun, das ein oder andere Einladungsturnier anzunehmen. Wichtig ist eben, einen Topspin zu suchen. Aber auch jetzt wieder. Arbeitet sich jetzt berechtigt und verdient seine ersten beiden Satzbälle. Ja, und vor allem er spielt, das ist das. Oh, schade. Oh! Programm für die nächsten Wochen absprechen werden. Nerven her in der Verlängerung. Timo unterwegs und Steffen Fetzner, glaube ich, als Markenvertreter. Ja, als Markenvertreter für Donnig. Ist auch jetzt bei sehr, sehr vielen Turnieren und spielt da eben... sehr langen und ausgeglichenen zweiten Satz gezogen haben. Und das sieht der Timo natürlich sofort. Ja. Eben Christophs Rhythmus, der immer 1-1 ist, so ein bisschen zu brechen. Engere Topspin-Duelle oder so, aber das ist eben durch das hohe Risiko vor allem von Christoph Legault unterbunden. Jetzt haben wir mal einen. Ich glaube, die hören uns wirklich. Sehr schön. Und wieder... Geduldig zu Ende gespielt von Timo Boll, hat er nie zu viel riskiert, auch nicht bei der unterschnittenen Verteidigung, die Christoph Legault einmal hineingeschummelt hat. Schauen, jetzt tun die beiden ein bisschen was auch für die Zuschauer hier. Stark gespielt. Die Ballwechsel länger werden, eigentlich Timo aufgrund seiner Beidseitigkeit deutlich im Vorteil ist. Aber Legault wird sich sehr, sehr gut bewegen und wird Timo versuchen, schwer zu machen. Und er riskiert dabei sehr. Mal in diesem Spiel die Chance zum Satzgewinn. Das macht er. In seine Öffnungsschlägen zu bekommen. Eine sehr, sehr gute Qualität, sowohl beim kurzen als auch beim langen Spiel. Timo und unabhängig mal davon sind es auch, und dabei bleibe ich, keine Maschinen. Also auch
Und Le Gout trifft wirklich viele Bälle. Heißt, glaube ich, auf Deutsch der Kämpfer. Runde steigert und vielleicht auch, wenn es dazu kommt, dass er mehr arbeiten an seiner Beinarbeit. Gut erkannt, das schnelle Service von Le Gout. 15 Weltrangliste und ja, die sind schon ganz, ganz gut anzugucken. Ein Schläger sehr, sehr geschlossen hat in der Vorhandposition. Und wenn er dann den Ball trifft, macht er wirklich eine ganz, ganz große seitliche Kurve. Jetzt hat man es auch wieder so ein bisschen gesehen. Sehr gut alles bestimmt. Kann Österreich mit der jungen Garde da irgendwann nachfolgen in nächster Zeit? Da gibt es ja auch Talente, da gibt es Stefan Fegischen Spieler. So, jetzt konzentrieren wir uns aber da auf die möglicherweise schon Endphase. Denn jetzt sehr konzentriert. Und jetzt hat er 11:7, damit Timo Boll weiter. Im Viertelfinale, Christoph Le Gout hat es versucht, hat phasenweise sehr, sehr gutes Tischtennis gespielt, konnte Timo Boll fordern, einen Satz hat er gewonnen, der Franzose, aber im Endeffekt hat sich die Konstanz, die Klasse von Timo Boll durchgesetzt. Ja, ich denke, Timo unterm Strich verdient. Wie gesagt, ich glaube, er kann sicherlich noch ein Tick spritziger sein, hat auch noch Luft.